Werter Mr. Starek, Männer angeheuert, schlagen morgen zu. Disraelis Tod wird das Antikorruptionsgesetz auf Eis legen. Gladstone wird viel umgänglicher sein. Möge der Vater etc. etc. B. Starek hat seine Finger also auch in der Politik. Ich muss in den Sinopian Club und herausfinden, wer B ist. Verhalte dich einmal diplomatisch. Aber das bin ich doch immer. Deine Indiskretion bei der Bank of England hat beinahe zum Kollaps der Währung geführt. Beinahe ist das entscheidende Wort. Apropos Kollaps, was ist mit deinem Schlüssel, der in kein Schlüsselloch passen will? Henry hat ihn und forscht weiter. Ich bin sicher, dass das Gewölbe uns gehört. Beinahe uns gehört, Evie. Beinahe. Ein Brief. Für mich? Bereit für den Kampf, was? Pass auf, dass du dich nicht schneidest. Manche haben einfach immer Glück. Du warst kein schlechter Bruder, als ich klein war. Größtenteils. Thank you.
Das ist doch Wucher. Was ist passiert? Ihr Bruder. Was hat er diesmal getan? Die Zeitungen schreiben nur noch über Twopennys Ermordung. Und, als wäre das nicht genug, hat jemand die offiziellen Druckplatten gestohlen. War das auch Jacobs Verdienst? Ich bezweifle es. Jetzt traut niemand mehr der Bank oder Englands Währung. Es gibt eine Inflation. Aufstände. Die Produktion verlagert sich in das Billiglohnland Amerika. Kurz gesagt, Britannien ist am Ende. Jetzt bist du wirklich ins Wespennest getreten. Was wäre, wenn ich die Druckplatten wieder in die Bank schmuggle? Ja, das würde helfen. Besser noch, es widerspräche den ganzen Geschichten über Twopennys Ermordung und könnte das Vertrauen in die Wirtschaft wiederherstellen. Also abgemacht. Heute geht Britannien nicht unter. Oh, falls es keine Umstände macht, könnten sie noch alles Falschgeld vernichten, das sie bemerken, damit es nicht zirkuliert. Natürlich. Es ist wirklich sehr nett von Ihnen, dass Sie helfen. Folgen Sie mir. Das Falschgeld wird ganz in der Nähe ausgegeben. Nun, wenn man es Falschgeld nennen kann, mit diesen Druckplatten ist es quasi unmöglich, die echten von den falschen Scheinen zu unterscheiden. Mr. Aberline. Wenn das herauskommt... Nun, ich habe es ja bereits gesagt. Wenn die Leute der Währung nicht mehr trauen... Es kommt ja bereits zu Aufständen. Mr. Aberline! Ich habe vollstes Vertrauen in Sie, Miss Fry. Hast du von den Aufständen bei der Bank gehört? Die können toben, wie sie wollen. Wir geben die Druckplatten nicht zurück. Was macht das für einen Unterschied? Ist ja nicht so, als hätte er echtes Geld bei sich. Seit wir die echten Druckplatten haben, ist es echtes Geld. Hörst du die Menschenmenge? Klingt, als wäre ganz London auf der Straße. Das hat nichts mit uns zu tun. Ich fasse es nicht, dass Jacob die gesamte Wirtschaft in den Ruin treiben konnte. Vater hatte recht. Er handelt vorschnell. Und er bereut gar nichts. Dann war ich geschäftlich in der Bank. Und mehr wissen Sie darüber nicht. Für Ihre Mühe werde ich Ihre Lohn verdoppeln lassen. Und zahlen Sie Ihre Falschgeld für dich. Was haben Sie bitte gesagt? Rein gar nichts, Sir. Gut so. Na los. Du hast recht. Langsam. Gutes Mädchen. Ruhig, Mädchen. Weiter so. Bleib wachsam. Jeder könnte versuchen, hier reinzukommen. Ja, Sir. Riegelt hier alles gut ab. Ja, Sir. Beschützt diesen Ort, als wäre er die Bank of England selbst. Wie Sie wünschen, Sir. Du bist fort!
Seid ihr hart auf diese Druckplatten? Jetzt heimlich zurück in die Bank damit. Zeitung, das ist unser aller Ruin! Hier müssen Rede und Antwort stehen. Ich will jetzt wissen, ob dieses Geld echt ist oder nicht. Machen Sie schon! Es muss etwas geschehen! Ihr solltet euch was schämen! Das ist Wolle! Zeitung, das ist unser aller Ruin! Ihr müsst Rede und Antwort stehen! Wo ist das Gold? Los, zeigt es uns! Als wären sie nie fort gewesen. Die Londoner Zeitungen schreiben, dass alles nur eine Ente war. Keine Aufstände mehr, Vertrauen in die Bank wiederhergestellt. Und endlich wieder eine ruhige Nachtschicht für mich.
Miss Fry. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Schön, dass wir eine Katastrophe abwenden konnten. Auch wenn es Jacob ist, dem ihr danken sollte. Irish Home Rule?